Willkommen zum zweiten Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, ich wollte mich am Anfang direkt mal bedanken für über 8000 Daumen hoch bei Part 1. Geiler Support, vielen Dank. Gleich werde ich euch etwas mehr über das Spiel erzählen, doch zuvor rufen wir unser liebes Pferdchen herbei. Nabel hat's erkannt, das war ein Teil aus Epona's Lied, aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Kein Wunder, dass das Pferd darauf reagiert. So, nun, ja! Das Reiten ist ein bisschen schwierig in dem Spiel, wenn man nirgendwo anecken darf, sonst gibt's Problemchen. Also bitte verzeiht mir, falls ich da nicht ganz so gut drin bin. Aber diesmal läuft's wohl glatt. Vielleicht ist euch noch eine Sache aufgefallen. Und zwar ist bei mir alles gespiegelt, wie in der Wii-Version. Einige haben gefragt, ob das Spiel jetzt tatsächlich komplett gespiegelt ist, und ich muss sagen, jein. Wenn man den Hero-Mode spielt, dann spielt man automatisch die gespiegelte Wii-Version. Wenn man den normalen Modus zockt, dann ist es die GameCube-Version. Find's halt nur ein bisschen blöd, dass man auch wirklich gezwungen wird, gespiegelt zu spielen, wenn man den Hero-Mode zockt. Und das ist Ordon. Links Heimatdorf. Auch wenn man sich durchaus fragen darf, warum er nicht bei den anderen wohnt, sondern eher außerhalb. Ist wohl etwas schüchtern, der Gute, ne? Und hier ist die Weide. Wir sollten dorthin kommen, weil ein Kumpel von Link seine Hilfe benötigt. Was ist denn los? Oh, tut mir leid, Domi, ne? Du musstest dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Juli dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Ja, komm, ich mach das mal für dich. Auch wenn es wirklich sehr nervenaufreibend ist, diese Ziegen einzutreiben. Wunderbar! Treib die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. Wenn das so einfach wäre. Also, jetzt müssen wir das so machen, dass wir die Viecher zum Stall locken. Und wir können sie auch mit A antreiben. Das sollte man aber nicht zu häufig tun, weil sie sonst, naja, ihren eigenen Willen entwickeln und mir nicht gehorchen. Also immer ganz vorsichtig zum Stall locken, dann ist man auch sehr erfolgreich. Während ich das jetzt hier tue, kann ich euch ein bisschen was erzählen. The Legend of Zelda Twilight Princess ist laut offizieller Timeline der direkte Nachfolger, also bis jetzt direkte Nachfolger von The Legend of Zelda Majora's Mask, auch wenn die beiden Spiele eigentlich nicht viel gemeinsam haben, mal abgesehen von dem düsteren Setting, wobei die Twilight Princess HD-Version ja deutlich aufgehellt ist in Bezug auf das Original oder die Wii-Version. Das kann man jetzt natürlich gut finden oder auch nicht. Ich kenne halt viele, die der Meinung waren, ja, Twilight Princess ist mir zu dunkel. Aber dieses Problem gibt es jetzt ja nicht mehr. Dadurch entsteht aber auch ein neues, denn Twilight Princess sollte ja auch so düster sein. Und jetzt, da es etwas heller ist, könnte die Atmosphäre an manchen Stellen flöten gehen. Wobei es jetzt eigentlich immer noch sehr, sehr gut aussieht, wie ich finde. Mal abwarten, das werden wir schon sehen. Also Twilight Princess ist ein Nachfolger von Majora's Mask. Und spielt in der Zeitlinie, in der Ganondorf in Ocarina of Time gestorben ist, Link gewonnen hat und dann wiederum bei der Abzweigung Child Era. Domi, Juli, vielen Dank. Morgen schaffe ich es bestimmt wieder alleine. Und du kannst dir jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder hast du ein wenig Zeit? Willst du vielleicht mit Juli ein wenig Springreiten üben? Warte einen Moment, ich stelle dir ein paar Hindernisse auf. Danke, aber nicht nötig. So, fertig. Du kannst jetzt loslegen. Wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reite nach Hause. Na schön, weil du es bist. Einmal mach was. Hui. Und dann gleich nochmal. Hui. Wunderbar. Ja, dieses Remaster unterstützt auch Off-TV-Play. Das heißt, ihr könnt das gesamte Game nur am Gamepad zocken. Klasse Sache. Domi, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell. Das ist normal, dass ich noch schlafe, wenn es hell ist.
Aber bevor ich jetzt hier runtersteige, möchte ich ganz gerne nochmal durch das Fenster gucken. Bestimmt ein toller Ausblick. Ja, echt schön. Gefällt mir. So, vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich in diesem Part das View Gamepad nutze. Ich habe ja kein Problem damit und ich finde, dass die Karte, die darauf abgebildet ist, später auch durchaus hilfreich sein kann. Also werde ich vermutlich später dann zwischen View Pro Controller und View Gamepad wechseln. Was man da auf der Karte sieht, ist im Prinzip das gleiche, was man auch hier sehen kann. Nur halt rangezoomt. Ihr könnt die Karte also jederzeit durch Drücken von Steuerkreuz oben aufrufen. Sieht man ja da auch. Und wir können die Minimap aktivieren und auch verschwinden lassen durch Drücken von Steuerkreuz rechts. Jederzeit speichern kann man durch Drücken von Steuerkreuz nach unten. Und dann sieht man auch zeitgleich sein Inventar. Es ist allerdings nicht mehr nötig, umständlich die Items zu wechseln, wenn man mit dem View Gamepad spielt, denn neben der Kartenfunktion hat man eben auch einen Schnellzugriff auf die Items. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Vorteil des View Gamepads, weil es einfach den Spielfluss nicht zerstört. Vielleicht bleibe ich sogar ganz beim View Gamepad, müssen wir mal gucken. So, jetzt schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Link kocht gerade, hat einige interessante Bilder. Ziegen und irgendein Typ. Oben waren auch noch ein paar Bilder, ich glaube von den Kindern. Warum auch immer die da stehen, er hat ja nichts mit denen zu tun. Ein sehr, sehr schönes Haus, Link. Gefällt mir sehr, sehr gut. Viele Details, gut eingerichtet. Aber du bist ja kein Couch-Potato. Ne? Du gehst jetzt raus und erlebst was. Hey Kiddies, was geht ab? Hey Dommy, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder. Ich wüsste nur so gerne, wie viel Wucht dahinter steckt. Taro, Maro, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du deine Mama fragen, ob sie uns einmal eine ausleiht? Du spinnst wohl. Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Wovon sollen wir leben? Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern lieber ein paar Kohle schleudern für uns. Boah. Undankbare Belger. Ja, aber sie haben recht. Die teure Schleuder kann sich Link im Moment auch nicht leisten. Ist auch der Grund gewesen, warum ich am Anfang ein paar Rubine eingesammelt habe. Wir brauchen nämlich definitiv noch welche. Die Schleuder ist für den Anfang ganz wichtig. Später verliert sie dann leider an Bedeutung, aber für den Anfang ist sie echt sehr wichtig. Werden wir uns auf alle Fälle kaufen müssen. Das Spiel unterstützt auch Amiibo. Gibt ja einen eigenen Wolf-Link-Amiibo, aber den habe ich selbst auch noch nicht. Ich habe bislang wirklich nur diesen Download-Code. Deswegen kann ich euch dazu nichts Näheres sagen. Aber es gibt auch anderen Amiibo-Support mit den ganzen The Legend of Zelda Amiibos. Dazu kommen wir dann aber erst später. Hey Dommy, hallo! Du kannst von da unten mit mir reden, wenn du mich mit ZL ansiehst und gleichzeitig A drückst. So, so? Das ist ja cool. Ja, genau. So macht man das. Jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Du solltest den Gören auch mal erklären, dass man lauter sprechen kann, wenn man jemanden mit ZL anvisiert und dann A drückt. Warum sagt er mir das nochmal? Übrigens, Tommy, du könntest auch einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Ja, dann mache ich das doch mal, oder? Ich glaube, die gesamten Kletteranimationen und auch die Ladezeiten sind beschleunigt worden. Sehr, sehr cool, ne? Siehst du, schon bist du da. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Saira aus dem Laden? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Aber ohne Angel wird sie die wohl kaum erwischen. Naja, egal. Eigentlich wollte ich dir sowieso was ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben an. Auf dem Felsen da. Ist es nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Ich hab mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst doch sicher, mit Hilfe von dem Ding da hinüber zu springen, oder? Für dich doch bestimmt kein Problem. Ja, natürlich nicht. Allerdings ziehe ich es vor,
noch ein bisschen weiter zu springen und mir hier diesen besonderen Rubin zu schnappen, der 5 normale Rubine wert ist. Cool, ne? Moment, was ist das denn da? Irgendjemand hüpft da herum. Ich würde sagen, das finden wir dann im dritten Part raus. Bis bald!